بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد der Vortrag heute wird etwas länger als sonst. Wir sind es eigentlich gewohnt, unsere Vorträge auf 40, 50 Minuten zu begrenzen. Der heutige Vortrag wird aber etwas länger, also ihr müsst euch darauf einstellen. Das Thema, was ich heute ausgewählt habe, ist die Fügsamkeit der Sahaba. Die Fügsamkeit der Sahaba und Beispiele aus ihrem Leben und wie sich diese Gesinnung bei ihnen entwickelt hat, diese Gesinnung und die Einstellung, sich bedingungslos den Befehlen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinzugeben. Also wir werden die Thematik der Hingebung, des Gehorsams im Lichte des Verhaltens und des Lebens der Sahaba radiyallahu anhum betrachten. Warum gerade aus dieser Perspektive? Es gibt auch andere Wege. Man kann das Thema Gehorsam auch anders analysieren. Warum aber unbedingt durch das Beispiel der Sahaba? Das hat zwei Gründe. Oder sagen wir es allgemeiner, durch das Beispiel von Geschichten. Das hat zwei Ursachen. Einen persönlichen Grund, der mich persönlich betrifft. Und einmal einen allgemeinen Grund, und zwar die Auswirkung von Geschichten, also die pädagogische Wirkung auf die Seele des Menschen, die Geschichten haben können. Einmal der persönliche Grund. Eines der ersten Dinge, die mich persönlich dazu animierten und bewegten, besonders also mich dem Lesen hinzuwidmen, dem Studium des Islams oder allgemein dem Islam näher kommen lassen haben, das waren die Sahaba. Und insbesondere die Geschichte von zwei von ihnen, das waren zwei jugendliche Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh und Mu'awwidh, die Söhne von Afra. Und es war wirklich eine seltsame Begebenheit. Ich spreche eigentlich nicht über persönliche Begebenheiten, aber da es hier einen gewissen Konnex gibt, eine Beziehung, erwähne ich das. Zu den Seltsamheiten des Al-Qadr, nenne ich mal so jetzt, Allah Ta'alas, gehört, dass ich eigentlich gar nicht gelesen habe. Also vor mehr als einem Jahrzehnt, Lesen war für mich ein Fremdbegriff. Und ich hatte nicht einmal die Ahnung davon, dass sich in meinem Haus oder in meinem Zimmer ein Buch befindet, in dem derartige Geschichten oder Lebensgeschichten der Propheten oder der Sahaba befinden. Das heißt, die Geschichten der Sahaba haben etwas Bewegendes, etwas Motivierendes. Der zweite Grund ist ein allgemeiner Grund, der im Koran erwähnt wird, der Geschichten betrifft. Allah Ta'ala sagt, faqsus al-qasas, la'allahum yatafakkarun. Erzähle ihnen oder berichte die Geschichten der Propheten, ihrer Völker, ihrer Anhänger und so weiter, auf dass sie nachdenken mögen. Das heißt, die Geschichten regen den Menschen auch zum Sinnieren und Nachdenken an. Allah Ta'ala sagt, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Das ist der Nutzen von Geschichten im Allgemeinen. Also die Geschichten, die im Koran und der Sunna oder aus dem Leben von bedeutenden Persönlichkeiten gewonnen werden. Das heißt, sie haben erzieherische und pädagogische Nutzen. Sie dienen nicht einfach nur der Unterhaltung, wie es bei, ja, besonders in der modernen Literatur der Fall ist. Al-Imam Malik, rahimahullah, er pflegte zu sagen, und das zeigt uns die Stellung der Geschichten der Sahaba für die Ahlus Sunnah, was für eine Stellung das hat. Er sagte, die Altvorderen, brachten ihren Kindern
das Leben der Sahaba, das Leben von Abu Bakr und Umar genauso bei, wie sie ihnen eine Sura aus dem Koran beibrachten. Das heißt, die Erlernung oder das Lehren und Lernen ihrer Biografien ist ein Teil der Erziehung, ein Teil der ideellen Erziehung für Groß und Klein. Es gibt aber einen ganz besonderen Grund, der mich persönlich immer wieder zum Erstaunen bringt, wenn man das Leben der Sahaba betrachtet. Und das hat auch etwas mit unserer Situation heutzutage zu tun. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, dass die Sahaba besonders anfänglich nach dem Versterben des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht unbedingt eine Großmacht dargestellt haben. Zwischen den zwei großen Mächten, die damals existierten in der Nachbarschaft der Araber. Das waren einmal die Perser und einmal die Römer. Sowohl das Persische als auch das Römische Reich waren die Großmächte damals, so wie es heute Amerika und vielleicht Russland ist. Das heißt, sie hatten einen enormen Einfluss auf benachbarte Orte. Und man muss auch bedenken, dass die arabische Halbinsel oder die Araber vor dem Erscheinen des Propheten sallallahu alaihi wasallam teilweise tatsächlich den Römern und andere den Persern unterworfen waren. Was ist der interessante Punkt jetzt hier? Was hat das mit den Sahaba zu tun? Wir wissen und wir sehen das heute auch mit unseren eigenen Augen, dass Menschen schwächerer Nationen, also politisch, ökonomisch und aus anderen Perspektiven, schwächere Staaten, Nationen sind den Großmächten in einer gewissen Art und Weise unterworfen. Und diese Unterwerfung zieht auch Angleichung und Anpassung, beispielsweise in Bezug auf die Werte, in Bezug auf die Kultur, in Bezug auf Sitten, Angewohnheiten. Die kleineren, schwächeren Nationen sind immer von den größeren beeinflusst, in all diesen Perspektiven. Das sehen wir auch heute, nicht nur in der islamischen Welt, auch in anderen Ländern. Viele Länder werden geleitet und geführt von den amerikanischen Idealen. Amerikanische Ideale in vielen Hinsichten. Nicht nur die Kleidung, in vielerlei Hinsicht. Und das ist kein neues Phänomen. Das heißt, dass man sich der dominanten Macht anpasst und sich ihr ergibt und von ihr Werte, Traditionen, Kultur schöpft, das ist kein neues Phänomen. Vielleicht habt ihr schon mal von Ibn Khaldun gehört. Ibn Khaldun ist ein Gelehrter aus dem 9. Jahrhundert gewesen, 9. Jahrhundert nach Hijra. Und er hat sich mit das, was man heute Soziologie bezeichnet, beschäftigt. Ich zitiere ihn mal. Also im Jahr 808 nach Hijra ist er gestorben. Und er hat in seinem Buch, was sich Al-Muqaddima nennt, Al-Muqaddima, darin hat er einen Abschnitt, in dem er genau über dieses Phänomen spricht. Ich zitiere ihn mal. Und das, was er sagt, trifft auch noch heute auf uns zu. Er sagt, der Besiegte ist stets darauf aus, den Sieger in seiner Erscheinung, seiner Kleidung, seinen Anschauungen sowie in allen übrigen Lebensformen und Gewohnheiten nachzuahmen. Was hat das für Gründe? Warum ist das so? Er sagte, der Grund liegt darin, dass der Mensch denjenigen, der ihn besiegte und dem er sich unterwirft, stets für vollkommen hält. Sei es, weil er ihn in übergroßer Ehrfurcht als vollkommen ansieht, sei es, weil er irrtümlicherweise glaubt, dass seine Unterwerfung nicht das Ergebnis seiner natürlichen Überlegenheit, sondern vielmehr der Vollkommenheit des Siegers geschuldet sei. Wenn der Mensch an dieser irrigen Annahme festhält, verinnerlicht er sie dauerhaft. Was hat das für eine Folge? Er sagt, dann legt er sich alle Verhaltensweisen des Siegers zu und ahmt ihn nach. Das bezeichnet man als Nachahmung. Oder der Mensch mag denken, dass die Überlegenheit des Siegers
nicht durch Kraft und Stärke zustande gekommen sei, sondern vielmehr durch seine Gewohnheiten und Verhaltensweisen, also die Art und Weise des Lebens oder das System, das dort vorherrscht. Dann sagt er, der Mensch täuscht sich auch in diesem Fall über die wahren Ursachen der Überlegenheit. Eine solche Ansicht läuft auf das anfänglich Gesagte hinaus, also die Befolgung Nachahmung. Deshalb kann man beobachten, das ist der interessante Punkt, das Resultat, Endresultat. Deshalb kann man beobachten, dass der Besiegte, der Schwächere, im Gebrauch und im Stil seiner Kleidung, seiner Reittiere und Waffen, sowie in allen seinen übrigen Lebensformen den Sieger nachahmt. Dies geht sogar so weit, dass bei einem Volk, das von einem anderen Benachbarten beherrscht wird, zu einem großen Teil Nachahmung und Angleichung sichtbar werden. Jetzt spricht er aus einem tatsächlichen Fall, den er selbst erlebt hat, vom Al-Andalus. Er spricht jetzt vom Al-Andalus als Beispiel. Er sagt, dies ist in heutiger Zeit in Al-Andalus der Fall, wo sich die Menschen in ihrer Kleidung, ihren Äußerlichkeiten und vielen ihrer Gewohnheiten und sogar Lebensformen den christlichen Völkern der Galizier derart anpassen, dass sie sogar die Wände, Bauten und Häuser mit Bildern verzieren. Der kluge und aufmerksame Beobachter mag daran die Zeichen der Vorherrschaft ablesen. Also es ist ein gewöhnliches Phänomen, und das betrifft nicht nur die Muslime, aber das hat man bei den Sahaba nicht gesehen. Sie waren trotz ihrer, ich nenne das mal in Anführungsstrichen Schwäche im Vergleich zu den Großmächten, überhaupt nicht verblüfft von den Großmächten in der Nachbarschaft. Und sie hatten keinerlei Auswirkungen auf sie, nicht derartige Auswirkungen gehabt. Wir sehen dieses Phänomen auch bei den Christen, dass die Christen sich den Muslimen anpassen und angleichen. Heutzutage nicht mehr, weil heutzutage ist die Vorherrschaft nicht mehr die der Muslime. Aber wir haben in gewissen Epochen gesehen, dass Christen, christliche Nationen und Völker, sogar ihre Geistlichen, sich in einer gewissen Art und Weise den Muslimen versucht haben anzupassen. Also genau das, was wir heute sehen, der Diskurs, der Islam muss von Grund auf erneuert werden, er muss den neuen Standards angepasst werden. Das, was wir heute erleben unter den Muslimen, das haben die Christen auch mal erlebt, nur da war das Ideal nicht die christliche Welt, sondern die islamische Welt. Und das ist ganz interessant. Wenn wir zum Beispiel die Bücher von Ibn Taymiyyah lesen, Ibn Taymiyyah hat eine Enzyklopädie geschrieben, die handelt um die Widerlegung der Ahlul Kitab. Das nennt sich Al-Jawab al-Sahih, so heißt das Buch, besteht aus mehreren Bänden. Sein Schüler Ibn al-Qayyim hat auch ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist eine Art Diskussion mit den Christen. Das nennt sich Hidayat al-Hayara. Das Interessante, was wir darin vorfinden, ist Folgendes. Wenn wir dieses Buch lesen, dann sehen wir eine gewisse Szene. Und zwar, wie gesagt, das sehen wir heute nicht mehr. In diesen schriftlichen Debatten, das sind schriftlich geführte Debatten, die Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim mit den Geistlichen, großen Geistlichen der Christen zu ihrer Zeit geführt haben, die verschriftlicht worden sind sozusagen. Die Christen haben, Ibn Taymiyyah erwähnt das, und auch Ibn Qayyim, sie haben den Muslimen zugestanden, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatsächlich ein Gesandter Allahs ist. Sie sagen, soweit stimmen wir euch zu. Und das waren keine einzelnen Fälle, weil Ibn Taymiyyah sagt, dass diese Aussagen teilweise von den renommierten Geistlichen unter ihnen getätigt wurden. Nur der Unterschied zwischen uns und euch ist, dass wir glauben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sei nur zu den Arabern entsandt worden, nicht zu aller Menschheit. Das heißt, sie sagen sozusagen, was ihr tut, ihr befolgt ihn, das ist richtig und gut, aber er ist nicht zu uns entsandt worden. Woher rührt wohl diese Einstellung her? Weil das sehen wir heute nicht mehr bei ihren Geistlichen. Meistens sehen wir das nicht mehr. Es kann sein, dass es Ausnahmen gibt.
Aber wir sehen das nicht mehr. Warum war die Einstellung der Christen damals anders? Das ist genau der Grund dafür, ist möglicherweise genau der, den wir heute auch teilweise in der islamischen Welt sehen, dass sie in den Systemen des Westens, in ihren Weltanschauungen, Vorbilder sehen. Sie sehen darin Vorbilder. Sie sind nämlich geblendet von ihrer Vorherrschaft, von ihrem Fortschritt, von ihrer Macht. Genau dasselbe war damals mit den Christen. Als die Christen gesehen haben, diese gewaltige Großmacht der Muslime, eine fortschrittliche Nation, ein intelligentes Volk, es kann nicht sein, dass das alles, yani, alles, was sie da glauben und tun, falsch ist. Irgendwo muss da was Richtiges sein. Und was ist die Lösung dann? Also, wir wollen ja auch nicht unsere Religion verlassen. Was ist die Lösung? Wir suchen einen Zwischenweg. Und dieser Zwischenweg liegt darin, dass wir ihnen ein bisschen Recht und Wahrheit zugestehen. Von daher diese Prinzipienlosigkeit, ich nenne das Prinzipienlosigkeit, dass man keine Prinzipien hat, an denen man sich festhält, die unerschütterlich sind. Diese Prinzipienlosigkeit rührt oft aus der Schwäche einer Nation her. Aus der Schwäche einer Nation als ganzes Kollektiv betrachtet. Wie gesagt, also das war eine Einführung, die war vielleicht langweilig. Aber warum ich das erwähne, und das werden wir gleich anhand der Beispiele sehen, die Sahaba hatten eine gewisse Immunität. Sie hatten eine gewisse Immunität. Sie waren von den Einflüssen der Großmächte geschützt und gefeit. Und eines der Ursachen war eine gewisse geistige oder spirituelle Einstellung, die sie hatten. Und diese Einstellung drückt einer der Tabi'un in folgenden Worten aus. Also das ist die Grundeinstellung der Sahaba, die sie hatten. Er sagt, also das ist die Aussage eines der Tabi'un, er sagt, min Allahi al-Risala wa ala al-Rasul al-Balagh wa alayna al-Taslim. Das sind die drei Grundfundamente ihrer geistigen Gesinnung. Von Allah Ta'ala kommt die Botschaft, Punkt 1. Das betrifft die Quelle. Zweitens, dem Propheten obliegt die Verkündung. Und der dritte Grundsatz, der betrifft jetzt uns als Anhänger seiner Gemeinschaft. Wa alayna al-Taslim. Und uns obliegt die Ergebung, die Akzeptanz. Und ich möchte euch jetzt einige Beispiele zeigen, einige Beispiele dafür, dass dieses Prinzip nicht nur yani leere Floskeln und Worte waren, sie haben das wirklich tatsächlich ausgelebt. Einige dieser Beispiele mögen vielleicht nicht großartig wirken, aber sie haben gewisse Hintergründe, wenn man sie betrachtet, dann wird man feststellen, dass die Hingabe in manchen Umständen tatsächlich nichts Einfaches war. Beginnen wir mit einem Ereignis, das jeder von euch kennt, nehme ich mal an. Jeder von euch kennt dieses Ereignis. Al-Isra'u wal-Mi'raj. Davon habt ihr schon mal gehört. Die Himmel, oder beziehungsweise die Nachtreise und die Himmelfahrt. Al-Isra'u wal-Mi'raj. Was ist so besonders an diesem Ereignis? Und was hat das mit der Ergebung und der Fügsamkeit und Akzeptanz der Sahaba zu tun? Der allgemeine Hintergrund dieser Geschichte ist bekannt, deswegen werde ich die Geschichte als solche nicht erwähnen. Aber wir sollen vor Augen halten, dass dieses Ereignis, die Nachtreise und die Himmelfahrt, eigentlich eine Form der Krönung und Ehrung des Propheten Sallallahu sein sollte. Es war nämlich etwas Übernatürliches. In einer Nacht, also in der Riwaya heißt es, dass er in einer Nacht in Jerusalem war und in derselben Nacht wieder zurück. Das ist etwas Übernatürliches. Und ebenfalls die Himmelsfahrt. Etwas ja, nicht Bekanntes, nicht Natürliches. Aber dieses Ereignis, also das war ein Teil der Ehrung und der Würdigung, dieses Ereignis
Und dieses Ausmaß der Nähe zu Allah Ta'ala, durch das Emporsteigen, ist keinem anderen Propheten, außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zugekommen. Wir hören uns mal an, wie Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dieses Ereignis beschreibt. Ibn Abbas erzählt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, als ich die Nachtfahrt erlebte in Mekka, war ich erschrocken von meiner Sache. Das hat ihn erschrocken. Dieses Ereignis, was ihn eigentlich ehren sollte und würdigen sollte, und auch, es sollte auch eine Form der Beruhigung darstellen. Denn das Ereignis hat stattgefunden nach dem sogenannten Amul Huzn, das Jahr der Trauer. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das Jahr der Trauer, das nennen die so, die Historiker. Amul Huzn, das war das Jahr, in dem seine Frau gestorben ist. Seine Frau war sozusagen die Stütze, die ihn zu Hause gestützt hat. Und sein Onkel, der ihn draußen gestützt hat. Beide sind gestorben und auch infolge von der Reise nach Taif ist das passiert. Ihr wisst, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Taif gegangen ist, wurde er dort auf eine Art und Weise gekränkt, wie er zuvor noch nie erlebt hatte. Das hat er zuvor noch nie erlebt, auf derartige Art und Weise von den Arabern gekränkt und belästigt zu werden. Deswegen, als er mal gefragt worden ist über die schlimmsten Tage, die er durchgemacht hatte, nannte er diese Tage. Das heißt, dieses Ereignis kam infolge von diesen Geschehnissen. Es sollte auch eine Art der Besänftigung sein. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über sich selbst, dass er erschrocken war. Er war erschrocken von diesem Ereignis. Wisst ihr, warum er erschrocken war? Er sagt es selbst. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu sagt, er sagt, als ich die Nachtfahrt erlebt und in Mekka ankam, war ich erschrocken von meiner Sache und ich wusste, die Menschen werden mich verleugnen. Das ist nämlich ein Ereignis, das ist nicht normal. Für uns ist es heute vielleicht nicht mehr so schwer, uns vorzustellen, dass man mehrere tausende Kilometer in einer Nacht hinterlegt. Das ist heute nichts, ja, ein Großartiges mehr. Man steigt ins Flugzeug und hat in ein paar Stunden mehrere tausend Kilometer hinter sich. Auch wenn es die Art und Weise etwas anders war. Aber grundsätzlich, das Prinzip ist heute nichts mehr, was man ausschließt. Aber für sie war es etwas, das man grundsätzlich ausschließt. Es gibt keine natürlichen und keine unnatürlichen Wege, eine derartige Reise in einer Nacht zu hinterlegen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Gesandter Allahs. Er muss den Leuten von diesem Ereignis berichten. Denn in diesem Ereignis haben Dinge stattgefunden, die er sowieso weitergeben muss, wie das Gebet und so weiter. Er muss es ihnen berichten, aber er weiß, sie werden mich verleugnen. Sie haben mich schon in Sachen verleugnet, die durchaus geringer sind. Und dann ist dies nochmal so eine Nummer drauf. Das werden sie erst recht verleugnen. Das heißt, das war der Grund, warum er erschrocken war. Und zu den seltsamsten Dingen gehört, du musst dir jetzt vorstellen, die Situation des Propheten, also seine emotionale Situation, wie er gerade emotional gestimmt ist. Und hinzu kommt, dass der allererste, der ihm begegnet, wer ist? Abu Jahl, der größte oder der Erzfeind des Propheten, der erste, der ihm begegnet. Und er hat ihm angesehen, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Der Mensch kann meistens seine Emotionen nicht verbergen, besonders wenn er traurig ist. Man sieht ihm das an. Genauso wie man ihm ansieht, wenn er glücklich ist. Er hat gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ihn etwas bekümmert. Und er fragte ihn. Er sagte auf eine gewissen zynischen Art und Weise, ist etwas passiert, Muhammad? Ist etwas passiert? Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, ja. Er fragte, was ist denn passiert? Er sagte, ich wurde zu einer Nachtreise mitgenommen. Ich übersetze es mal jetzt so. Usriya bi al-layla. Er fragte, wohin? Er antwortete, zum Beit al-Maqdis. Und hier hat, sagen wir es mal so,
Hier hat Abu Jahl begonnen, sich die Hände zu reiben. Er hat gesagt, ah, ich habe ihn jetzt. Jetzt habe ich etwas, womit ich ihn öffentlich sozusagen diskriminieren kann. Aber er hat so getan, als würde er ihm glauben. Er hat es nicht geäußert vom ersten Moment an, dass er ihn verleugnet. Er sagte dann, und bei Tag bist du wieder zu uns. Ja, das ist ja heute Nacht passiert. Und du bist schon heute wieder zurück. Er sagte ja. Und dann sagte er, hier, das zeigt seine Verdorbenheit. Und er sagte, soll ich dein Volk zusammensammeln? Soll ich die Leute zusammenrufen, damit du ihnen auch das erzählst, was du mir gerade erzählt hast? Der Prophet sagte, ja, ruf sie. Er hat sie gerufen, er sagt, oh, Banu Ka'b, kommt zusammen. Und die Leute haben sich langsam ihnen angeschlossen. Und dann sagte er, Muhammad, erzähl ihnen, was passiert ist. Und der Prophet erzählt ihnen das Gleiche, wie er Abu Jahl erzählt hat, auf die gleiche Art und Weise. Und auch die Frage stellte sich hier wieder. Sie fragten ihn, und bei morgen bist du wieder bei uns? Er sagte ja. Und dann sagt Ibn Abbas, ich weiß nicht, wie er das ausdrückt, er sagt, die Leute, die anwesend waren, die einen klatschten sich die Hände und die anderen legten sich die Hände auf den Kopf. Wisst ihr, wenn man sozusagen verblüfft ist von, in Anführungsstrichen, wie Ibn Abbas sagt, von dieser großen Lüge. Sie haben sich in die Hände geklatscht und die Hände auf den Kopf gelegt. Also eine noch größere Lüge ist nicht mehr möglich. Na. Aber was hat das mit den Sahaba zu tun? Es ist auch interessant, dass, und das sehen wir an diesen zwei Punkten, dieses Ereignis hatte einen Einfluss auf gewisse Menschen, die dann vom Islam abgefallen sind, deswegen. Wegen diesem Ereignis. In der Überlieferung dieser Geschichte, die bei im Musannaf von Abdul Razzaq verzeichnet ist, da heißt es, dass manche Menschen nach diesem Vorfall, die den Islam angenommen hatten, wieder abfielen. Das heißt, dieser Vorfall in seiner Außergewöhnlichkeit, die Hingabe der Sahaba oder die Hingabe der Menschen und ihre Tragfähigkeit, die Tragfähigkeit ihres Imans auf den Prüfstand gebracht. Einige sind abgefallen, aber einige haben auch ganz neue Dimensionen des Imans und neue Auszeichnungen gewonnen, wie Abu Bakr. Und das ist das Beispiel, was hier mit der Fügsamkeit des Sahaba zu tun hat. Man ging nämlich zu Abu Bakr, der noch nichts davon erfahren hatte. Der wusste nichts davon, der Prophet hatte ihm das nicht erzählt und es ist ihm auch nicht zu Ohren gekommen. Man geht zu Abu Bakr und sagt zu ihm, dein Gefährte behauptet, in einer Nachtfahrt Jerusalem erreicht zu haben und in derselben Nacht sei er wieder zurückgekommen. Die Entfernung zwischen Mekka und Jerusalem sind so ungefähr 1200 Kilometer. Wie war die Antwort von Abu Bakr? Diese Antwort von Abu Bakr ist sehr wichtig. Sie beinhaltet nämlich zwei Prinzipien, zwei Grundsätze der Aqida der Ahl Sunnah, wie sie mit dem Verborgenen umgehen. Abu Bakr antwortete mit einer bedeutenden Antwort. Er sagte, hat er das wirklich gesagt? Er fragt sie. So sagten ja. Und dann sagt er, wenn dem so ist, wenn er das gesagt hat, dann ist das wahr. Also im Moment glaubt er noch nicht daran, weil hier ein Muschrik berichtet ihm das, dass der Prophet das gesagt hat. Er sagt, ich weiß nicht, ob es so ist. Wenn er es aber gesagt hat, dann ist es so. Und dann sagten sie, sie waren verwundert von dieser Reaktion Abu Bakrs, denn sie hatten etwas anderes erwartet. Sie sagten, glaubst du ihm, dass er nach Ascham in einer Nacht gelangt ist und vor Anbruch des Morgens wieder zurück ist? Und dann kommt die zweite Antwort von Abu Bakr und sie ist auch sehr essentiell. Sie beinhaltet auch ein Prinzip der Ahl Sunnah, wie sie damit umgeht. Er sagte, ich glaube ihm ja in noch wundervolleren Dingen
Also ich glaube ihn ja in viel größeren Dingen. Ich nehme ihn viel größere Dinge ab als dieses Ereignis. Ich glaube ihm, dass er Botschaften vom Himmel bekommt, am Morgen und am Abend. Momente. In Momenten bekommt er Botschaften, Nachrichten aus dem fernsten Himmel, vom fernsten Himmel zur Erde. Mein Glaube daran ist viel sozusagen wundervoller als der Glaube, dass er nach Ascham gekommen ist in einer Nacht und wieder zurück. Und aus diesem Grund und durch diesen Anlass bekam er auch diese Auszeichnung, den Namen, den er trägt, As-Siddiq. Das ist eine Auszeichnung für seinen Standpunkt an diesem Tag gewesen. Hier ist aber eine wichtige Frage, und ich finde, das muss man erwähnen. Wenn wir die Sache so darstellen und so sehen, wie es Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu gesehen hat, bedeutet das, heißt das, dass der Iman vernunftswidrig und irrationell ist? Oder wenn wir den Leuten, wenn man zu den Leuten sagt und sie dazu auffordert, dass sie sich bedingungslos unterwerfen sollen und akzeptieren sollen, heißt das, dass der Iman einen gewissen, einen vernunftswidrigen und irrationellen Aspekt hat? Die Antwort ist, dass die Abu Bakrs Antwort beinhaltet die Antwort dazu. Bevor wir das verstehen, also warum der Glaube von Abu Bakr hier nicht irrationell war. Man könnte diesen Eindruck haben im ersten Moment, der sagt einfach, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sagt, dann ist es so, ohne das zu überprüfen auf logische Art und Weise oder ist es vernunftmäßig akzeptabel, ist es vernunftswidrig. Er hat das nicht geprüft. Also vernunftswidrig der Iman. Nein, die Antwort, das ist trotzdem nicht vernunftswidrig. Warum? Glaubt ihr, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Leuten gekommen ist, in Mekka, er ist Prophet, er wurde auserwählt, und er geht jetzt zu den Leuten und sagt, hallo, ich bin ein Prophet, ihr müsst an mir glauben und mir folgen. Punkt, fertig. Hat so die Prophezeiung oder das Prophetentum ausgesehen? Auf keinen Fall. Die Nubuwa ist eine Rechtleitung. Was bedeutet Rechtleitung? Hier habe ich eine Aussage von Ibn Taymiyyah, ich finde die sehr präzise in diesem Thema. Er sagt, وَالْهُدَى هُوَ هُدَى الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ وَتَعْرِفُهُمْ ذَلِكَ وَإِرْشَادُهُمْ إِلَيْهِ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِذِكْرِ الْأَدِلَّةِ وَالْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا هُدَى وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدى. Er sagt, die Rechtleitung ist die Führung der Menschheit zum Recht und der Wahrheit. Die Bekanntmachung mit ihr, also mit der Wahrheit, und die Führung, dass man sie leitet. Dies geschieht jedoch nur, indem mit Beweisen und Zeichen bewiesen wird, dass dies die Rechtleitung ist. Eine blanke Mitteilung, über die man nicht weiß, ob sie wahr ist und für die es keine Beweise gibt, ist keine Rechtleitung. Das heißt, eine blanke Mitteilung, dass er ihnen einfach sagt, wie ich eben dargestellt habe, hallo, ich bin Prophet, ihr müsst an mir glauben und mir folgen, das alleine wäre keine Rechtleitung. Das heißt, es gab und es gibt rationelle, logische und plausible Gründe dafür zu glauben, dass er ein Prophet ist. Und wenn das bestätigt ist, das ist der Punkt, warum ich sage, dass die Akzeptanz von Abu Bakr nicht irrationell war. Es war eine ganz logische Konsequenz, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu glauben in seiner Aussage. Wenn es nämlich plausible Beweise gibt und Begründungen, die logisch sind und mit dem Verstand auch begriffen werden können und durch die ich zum Beschluss komme, dass dieser Mann ein Gesandter Allahs ist, wenn ich an diesem Punkt angelangt bin, dann ist alles andere, was danach aus seinem Mund kommt, nicht mehr relevant für mich. Wenn es nämlich ein Prophet ist,
dann ist er geschützt vor Lügen und vor Fehlern in seiner Offenbarung. Das heißt, der Standpunkt von Abu Bakr war logisch und rationell. Er sagt ihnen sozusagen seine Aussage, ich glaube ihm noch viel Wunder, yani viel größere Dinge, oder ich nehme ihm viel größere Dinge ab. Diese Aussage bekräftigt genau dieses Prinzip. Er sagt ihnen, ich weiß aus Beweisen, aus plausiblen Gründen, dass er der Gesandte Allahs ist und in dieser Behauptung nicht lügt. Und wenn das der Fall ist und er jetzt behauptet, er hätte diese Himmelfahrt oder diese Nachtreise hinter sich, dann ist das ganz konsequent, dass ich ihm das abnehme. Ja. Allah Ta'ala berichtet uns auch im Koran davon, dass dieses Ereignis, der Al-Isra und Al-Mi'raj, nicht nur eine Ehrung des Propheten war, sondern auch eine Fitna. Es war auch eine Fitna, es war eine Versuchung für die Menschen, eine Probe für sie. Allah Ta'ala sagt, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Und wir haben das Gesicht, das wir dich sehen ließ. Mit dem Gesicht ist hier der Traum gemeint. Dieses Gesicht, dieser Traum, den du gesehen hast, ist nur eine Fitna für die Menschen gewesen. Wir haben ein anderes Beispiel, das Beispiel von Aisha radiallahu ta'ala anha und ihre Fügsamkeit. Im Musnad von Ahmed wird von einem Vorfall berichtet. Da heißt es, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, also Aisha berichtet, sie sagt, er trat in mein Zimmer mit einem Gefangenen. Er hat einen Gefangenen und hat ihn nach Hause gebracht ins Zimmer von Aisha, damit er dort bleibt und sie auf ihn aufpasst, dass er nicht flüchtet. Dann sagt sie aber selbst, doch ich wurde von ihm abgelenkt und er flüchtete. Ja, und es sind andere Frauen zu ihr gekommen in ihr Zimmer, sie haben sich unterhalten und gesprochen, sie war abgelenkt von dem Gefangenen, er hat die Situation ausgenutzt und ist geflüchtet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt nach Hause und ist erstaunt darüber, dass die Geisel nicht mehr da ist. Und er fragt sie, ja, Aisha. Er sagte, was ist mit dem Gefangenen? Und sie sagte darauf, ja, sie sagte, ich wurde von ihm abgelenkt durch die Frauen und er ist geflüchtet. Daraufhin sagt der Prophet, er war ersichtlich erzürnt von ihr. Er war wütend und sagte zu ihr, was ist nur mit dir, ma laki qata Allahu yadaki. Was ist mit dir, möge Allah dir deine Hände trennen. Und er ist rausgegangen, wütend rausgegangen und hat ausgerufen, dass der Gefangene geflüchtet ist. Die Menschen haben dann angefangen, nach ihm zu suchen. Und man fand ihn auch. Tatsächlich, man hat ihn wieder gefunden. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, kommt nach Hause. Und er sieht, Aisha macht etwas sehr Seltsames. Sie macht etwas Komisches. Sie hat ihre Hände vor sich gehabt und die ganze Zeit so gedreht und angeschaut. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hatte gesagt vorher, Qata Allahu yadaki. Möge Allah dir deine Hände trennen. Und dann fragte er hat es vergessen gehabt. Er fragte, ja Aisha, was ist mit dir? Bist du noch bei Vernunft? Das ist nämlich eine seltsame Handlung, dass er reinkommt und sie starrt ihre Hände an, bewegt sie, wechselt die Richtung der Hände. Und dann sagte sie sagte, du hast ein Bittgebet gegen mich gesprochen. Und ich schaue zu, welche meiner Hände ich zuerst verliere. Das heißt, sie war... Ja, man kann annehmen, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet gegen jemanden spricht, man kann annehmen, dass man erwartet, die Person würde ihre Hände auf eine gewisse natürliche Art und Weise verlieren, beispielsweise durch einen Unfall. Ja? Durch einen Unfall wird es versucht. Und vielleicht würde die Frau dann sagen, den Messern in der Küche nicht mehr nahe kommen, denn dann kann es passieren, dass ich mir irgendwie die Hände schneide. Aber sie hat das nicht so erwartet. Sie hat einfach gedacht, wie ihr Vater bei dem Isra, er sagte, in kana qala faqad sadaq. Wenn er es gesagt hat, dann ist es wahr.
Sie war wie ihr Vater. Wenn er es gesagt hat, dann muss es passieren. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war erstaunt von ihrer Einstellung. Und er sagte dann, ich bin auch nur ein Mensch, der erzürnt. Ich bin auch nur ein Mensch, der erzürnt. Und dann sagte er, er hob seine Hände zum Bittgebet und sagte, O Allah, ich bin ein Mensch, der erbost, wie die Menschen erbosten. Wenn ich ein Bittgebet gegen irgendeinen Gläubigen oder eine gläubige Frau ausspreche, so mache es zu einer Reinigung und Läuterung für ihn. Wir haben noch einen dritten Vorfall. Das war Abu Bakr und seine Tochter. Das sind bekannte Persönlichkeiten. Man kann ja annehmen, sie sind bekannt geworden, genau aufgrund dieser Einstellung von ihnen. Ne? Aber es ist tatsächlich der Fall, dass diese Gesinnung, diese geistliche Einstellung, ja, ein Kollektivzustand unter den Sahaba war. Es war kein Einzelzustand. Wer von euch hat schon mal von Ma'qil ibn Yasar gehört? Ma'qil ibn Yasar. Den Namen schon mal gehört? Warum diese Frage? Weil Ma'qil ibn Yasar ein unbekannter Mann unter den Sahaba ist. Ja, jemand, der vielleicht nur ein, zwei Mal erwähnt wurde, genau in dem Kontext dieser Geschichte. Ma'qil ibn Yasar, das wird in den Sunan überliefert, das, was jetzt erwähnt wird, der Vorfall, ist auch eine sehr intensive Form der Unterwerfung, denn ihr wisst, die Gesellschaft übt einen gewissen Druck auf den Menschen. Gesellschaftliche Standards, gesellschaftliche oder die Kultur, sie hat einen intensiven, akuten Druck auf den Menschen. Es ist nicht immer leicht, mit der Gesellschaft zu brechen und gegen den Strom zu laufen. Dieses Brechen mit der Gesellschaft ist manchmal sehr schwer. Besonders dann, wenn die Handlung, die ich vorhabe zu tun, von der Gesellschaft verachtet wird und ich mit ihr in Verruf komme. Also es erfordert eine gewisse Stärke und Kraft, auf so etwas einzugehen. Ma'qil ibn Yasar hatte eine Schwester, die er verheiratet hat mit einem Mann unter den Ansar. Und dieser Mann ist eine Weile mit der Frau zusammen gewesen, hat sie dann geschieden. Bis hierhin alles noch ganz normal. Es ist ganz normal, das passiert manchmal. Trennung, Scheidung passieren. Auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Abghadul halal indallahi talaq. Die ungefälligste Halal-Handlung bei Allah ist die Scheidung. Auch wenn dieser Bericht unter den Ahlul Hadith, die Hadith-Gelehrten, einige von ihnen sind der Auffassung, dass er nicht authentisch ist, aber bis hierhin ist alles ganz normal. Er hat seine Frau geschieden und sie ist wieder zurückgegangen. Die Schwester von Ma'qil ibn Yasar. Was aber jetzt seltsam ist, und du musst dich mal in diese Situation versetzen, besonders Leute aus unserem kulturellen Hintergrund, also besonders die Pakistaner beispielsweise oder die Inder, die Bengalen, ich weiß nicht, wie es in anderen Kulturen ist, aber teilweise ist es bei uns immer noch so. Stell dir mal vor, ihr wisst, nach der Scheidung gibt es die sogenannte Idda. Wenn jemand eine Frau einmal scheidet, dann hat er innerhalb der Idda eine gewisse Widerrufsfrist. Er kann seine Aussage widerrufen und die Frau ist zurück, ohne den Ehevertrag zu erneuern. Sie bleibt also eine Ehefrau. Widerruft er es nicht, bis die Wartezeit, die Idda abläuft, sind sie geschieden. Dann sind sie getrennt. Wollen sie dann wieder zusammenkommen, müssen sie neu heiraten. Ma'qil ibn Yasar bekommt davon mit, der Ehemann seiner Schwester widerruft seine Scheidung nicht, sie trennen sich, die Schwester geht nach Hause und jetzt kommt das Seltsame. Die Schwester, es gibt wieder neue, ich weiß nicht, ob man das Bewerber nennt, neue Männer, die sich bewerben für sie, sie wollen sie heiraten und unter den Bewerbern taucht wieder der alte Mann auf, der Ex-Mann.
Warum ist das so seltsam? Ich rede, wie gesagt, von unserer Kultur. In unserer Kultur ist es teilweise wirklich so, wenn der Ex-Mann deiner Tochter und deiner Schwester, mit ihm wird ein Cut gemacht. Nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ihm wird kein Blick mehr geschenkt. Wenn er irgendwo gesehen wird, wird er einfach ignoriert. Und wenn jemand aus der Familie es wagt, trotzdem mit ihm Beziehungen zu pflegen, dann kommt er in Mitleidenschaft. So ähnlich ist es bei Ihnen gewesen, bei uns auch noch. Obwohl das der Islam nicht so vorschreibt. In der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, seine Gefährten ist ganz anders abgelaufen. Der Mann kommt jetzt bei Ma'qil ibn Yasar zu Hause an und sagt hier, und es war nicht nur so, dass der Mann die Frau wieder begehrt hat, in dem Hadith heißt es, auch die Frau hat den Mann wieder begehrt. Also sie wollte auch wieder zu ihm zurück. Ma'qil ibn Yasar hat aber einen gewissen Stolz und wie gesagt, es gibt hier diese gesellschaftliche Struktur und diese Leitkultur, sowas ist nicht akzeptabel. Und er sagte zu ihm, ja Luka, ja Luka ist eine Beschimpfung, das ist ein Schimpfwort. Das sagt man zu jemandem, der unehrenhaft und idiotisch ist. Er sagt sozusagen zu ihm, du unwürdiger Idiot, ich habe dich mit meiner Schwester verheiratet und dich geehrt und gewürdigt und dann lässt du dich von ihr scheiden und jetzt kommst du wieder. Und dann sagte Ma'qil ibn Yasar, bei Allah, du wirst nie wieder zu ihr zurückkehren, solange du auch lebst. Das wird nicht mehr geschehen. Und dann sagte der Rawi, in der Tirmidhi, er sagt, فَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا عَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا وَحَاجَتَهَا إِلَيْهِ. Allah Ta'ala kannte aber den Bedarf des Mannes nach dieser Frau und den Bedarf der Frau nach diesem Mann. Und dann wurden diese Verse in der Surah Al-Baqarah herabgesandt, in denen Allah Ta'ala sagt, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. Und wenn ihr eure Frauen scheidet und sie ihre Frist erreichen, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. Das heißt, dann haltet sie nicht davon ab, yani mit ihren Ex-Ehemännern zu heiraten, wenn sie das wollen. Wenn sie das wollen, dann haltet sie nicht davon ab, zu heiraten. Ma'qil ibn Yasar bekommt von diesen Versen mit, er hört sie. Und jetzt kommt dieser Moment, in dem wir wieder diese wundervolle Ergebung und Fügsamkeit sehen. Man könnte ja sagen, gut, der Vers ist offenbart worden und jetzt sagt er, okay, es ist so, dann ist es so, wenn er wieder kommen sollte, dann verheirate ich ihn eben mit ihr. Es war aber nicht so. Er ist noch weitergegangen. Er ist selbst hingegangen, beziehungsweise hat ihn kommen lassen, diesen Mann, und seine Schwester mit ihm verheiratet. Das mag sich vielleicht, ich weiß nicht, wie gesagt, in manchen Kulturen ist das vielleicht etwas ganz Normales. Zum Beispiel den Deutschen hier in Deutschland wäre das nichts Besonderes. Aber wir reden von diesem Ereignis in einem gewissen gesellschaftlichen Rahmen. Und das erfordert eine gewisse Stärke, einen gewissen imanischen Stand, um mit der Gesellschaft und mit seinem eigenen Stolz und Ego zu brechen. Ein weiterer Vorfall, der handelt über die Späße des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Späße des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn eine gewisse Ernsthaftigkeit, weil sonst ist es kein Spaß. In einem Spaß fehlt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Aber trotzdem waren sie wahr. In ihrem Inhalt waren sie wahr. Auch hier wieder ein Vorfall von einer Frau, deren Namen wir nicht einmal kennen. Also in den Büchern des Hadith ist nicht einmal ihr Name erwähnt worden. Und das zeigt uns auch wieder, dass es nicht nur von renommierten und großen Persönlichkeiten der Fall war bei ihnen, es war auch bei jedem einzelnen, noch so kleinen Mitglied der Gesellschaft der Fall, dass sie sich auf derartige Weise unterworfen haben.
Ich nehme mal an, dass ihr diese Geschichte kennt. Eine greise Frau kommt, eine betagte Frau kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm, bitte Allah Ta'ala, dass er mich in das Paradies eingehen lässt. Eine betagte, alte, greise Frau. Und daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja Umma Fulan, o Mutter von so und so, inna al-jannata la tadkhuluha ajuz. In das Paradies wird keine Greise oder kein Greiser betreten. Das Paradies ist nicht für die Greisen gedacht. Punkt. Die Frau denkt, sie akzeptiert das. Sie akzeptiert das bedingungslos, ohne so mit ihm zu diskutieren. Ohne zu sagen, ja, man könnte ja denken, dass Allah Ta'ala uns für gewisse Vergehen bestraft, ist völlig plausibel, akzeptabel. Verstehe ich auch. Aber dass er für mich für etwas bestraft, was nicht in meiner Hand liegt, sie könnte vielleicht sogar sagen, gut, wenn das so ist, warum ist dann der Selbstmord nicht erlaubt, dass ich mich umbringe, bevor ich dieses Alter überhaupt erreiche? Selbstmord verbietest du auch. Und wenn ich dann in das Alter gekommen bin, dann wird mir das Paradies vorenthalten. Aber die Frau hat sich nicht so geäußert. Die Frau hat es einfach als Realität und als Fakt angenommen. Wenn er es so sagt, dann ist es so. Und weil sie nichts mehr tun konnte, sagt der Überlieferer, Fawallat tabki. Sie ging einfach weinend fort. Sie ging weinend fort, weil man muss sich in ihre Situation stellen. Sie denkt sich, ich kann nichts tun als weinen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lässt sie wieder kommen oder ihr ausrichten. Er sagte, das Paradies betritt kein Greiser, denn Allah Ta'ala sagt, oder keine greise Frau, denn Allah Ta'ala sagt, inna ansha'nahunna insha'a, faja'alnahunna abkara. Wir haben sie derart entstehen lassen, also im Paradies, diese Frauen, und sie zu Jungfrauen gemacht, also in einem jungen Alter. Ja. Ein weiteres Beispiel für diese Einstellung des Sahaba ist das Verbot des Weins. Die Beispiele, die wir eben gesehen haben, haben eine Gemeinsamkeit. Alles, was wir bis jetzt genannt haben, hat etwas gemeinsam. Und zwar, dass es auf dem Niveau von einzelnen Individuen geschehen ist. Das hat immer nur einzelne Personen betroffen. Aber dieses Beispiel mit dem Wein hat die Gesellschaft als Ganzes betroffen. Und wir haben gesehen, dass diese Eigenschaft, die einzelne Individuen von ihnen in sich trugen, auch eine gesellschaftliche Eigenschaft war, eine gesellschaftliche Qualität. Allah Ta'ala offenbarte nämlich diese Verse über das Alkohol oder sagen wir den Wein. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Der Satan will jetzt zwischen euch nur Feindschaft sehen durch berauschenden Trank, durch das Glücksspiel. Glücksspiel verursacht auch Feindschaft, oder nicht? Es ist sehr offensichtlich, dass Glücksspiel auch Feindschaft verursacht. Vielleicht an den Maschinen heute nicht, keiner feindet die Maschine an, aber wenn Personen miteinander spielen und du siehst, dein Gegenüber nimmt dein ganzes Vermögen ohne irgendwelches Wirken, ohne Gegenleistung mit, du wirst ihn hassen. Du wirst ihn hassen, das ist ganz natürlich. Werdet ihr damit nun wohl aufhören? Verhel antum muntahun? Werdet ihr nun damit aufhören? Als diese Verse herabgesandt worden sind, war die Antwort des Sahaba als Kollektiv intahayna, Rabbana intahayna. Unser Herr, wir haben aufgehört. Auch hier muss man bedenken, dass wenn die Sahaba vor diesem Vers in voller Abstinenz gelebt hätten, also sie hätten sowieso den Alkohol gemieden, dann wäre das nichts beeindruckendes.
Aber der Alkohol war auch in der Gesellschaft der Sahaba tief verankert. Der Alkohol und das Trinken von Wein und Berauschendem war gang und gäbe. Und nicht nur bei den Beduinen, auch bei großen Persönlichkeiten unter ihnen. Hier ist eine amüsante Geschichte bei Al-Bukhari überliefert, über den Onkel des Propheten, Hamza. Hamza, eine große Persönlichkeit. Dieses Ereignis oder diese Geschichte bei Bukhari handelt um Hamza und Ali. Es war ein Konflikt zwischen ihnen beiden. Hamza ist auch der Onkel von Ali. Tayyib. Al-Bukhari überliefert, Ali spricht über sich selbst. Er sagt, ich war gerade dabei, das ist ungefähr die Bedeutung jetzt, nicht wortwörtlich. Er sagt, ich war dabei, mich auf die Heirat mit Fatima vorzubereiten. Und er hatte aus einer Kriegsbeute hatte er zwei Kamele. Und diese zwei Kamele sollten auch ein Teil der Vorbereitung auf die Ehe mit Fatima sein. Also was man ihr so gibt und so. Was man in der pakistanischen Sprache und in der arabischen Sprache Jihad nennt oder Jihad. In der arabischen Sprache nennt man das auch. Also etwas, womit man die Frau ausstattet halt. Oder ihr Haus. Er sagt, ich hatte einen Termin, eine Verabredung mit einem Juwelier. Und er ist dorthin gegangen und hat auf dem Rückweg Futter für sein Kamel gesammelt. Nach Hause angekommen, sieht er etwas, das ihn nicht beeindruckt hat oder nicht gefallen hat. Er hat seine zwei Kamele gesehen, liegen tot auf dem Boden, die Höcker fehlen, diese Höcker. Wisst ihr eigentlich, was in den Höckern drin ist? Hä? Man hat lange Zeit, haben die Wissenschaftler gedacht, oder die Leute, dass da Wasser drin wäre. Aber in Realität ist es einfach nur Fett. Jedenfalls, er hat gesehen, die Höcker fehlen, der Bauch ist aufgeschlitzt, die Leber fehlt. Also du musst dir das vorstellen, wenn sich jemand jetzt auf seine Heirat vorbereitet und dann es fehlt nur noch ein Tag und auf einmal seine Ware ist weg. Und deswegen sagt Ali, er berichtet über sich, er sagt, ich konnte mich nicht halten, ich konnte meine Augen nicht halten. Ja, und er meint damit, er hat angefangen zu weinen, als er das gesehen hat. Und er fragte, wer war das? Und sie sagten, das war dein Onkel Hamza. Das war dein Onkel Hamza und er ist in dem Haus von den Ansar so und so bei einer Trinkrunde. Sie sind am Trinken. Und er war betrunken. Ali geht nach Hause, geht zum Propheten, beschwert sich bei ihm über seinen Onkel Hamza. Der Prophet steht auf und geht mit ihm in diese Trinkrunde, wo sie getrunken haben. Der Prophet kommt rein und Hamza sitzt dort. Wie gesagt, diese Tat von ihm hat keinen Einfluss auf seine Stellung, seinen Rang, denn der Alkohol war nicht verboten. Er war nicht verboten zu der Zeit. Der Prophet steht an der Türschwelle, Hamza schaut ihn an von oben nach unten und von unten nach unten, von unten nach oben, so herabwürdigend. Und der Prophet fragt ihn, was er da getan hat. Und dann sagt Hamza, وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي. Ihr seid doch nichts anderes als Sklaven meines Vaters. Und als der Prophet, der Ravi sagt, der Überlieferer sagt, dass Hamza, seine Augen waren feuerrot angelaufen. Also er war extrem betrunken. Und als der Prophet das gesehen hat, ist er wieder umgekehrt und nach Hause gegangen. Denn es macht keinen Sinn, sich mit einem betrunkenen Mann auseinanderzusetzen und mit ihm zu diskutieren. Was ich damit sagen will, ist, der Alkohol war also etwas, was gang und gäbe war. Es war keine Sache, wo man sagen kann, das haben sie gemieden, also nichts Großartiges. Nimmt man zum Vergleich, 1920
1920 wurde in den USA ein Alkoholverbot ausgesprochen. Das heißt, die Herstellung, der Transport und der Verkauf wurde alles verboten. Hat das gehalten und hat es tatsächlich dazu geführt, dass der Alkohol ausgestorben ist oder so gering geworden ist? Nein, zwischen 1920 oder 22 bis 1927, sagen sie, von 1922 bis 27, also innerhalb von 5 Jahren, sind aus 5000 Flüsterkneipen, so nennen sie das, nur in New York alleine, aus 5000 sind innerhalb von 5 Jahren 30.000 geworden. 30.000 Flüsterkneipen. Das heißt, das gesetzliche Verbot hat nicht gewirkt. Die Menschen haben rebelliert und nicht aufgehört damit. Und als man dann 1933 gesehen hat, das bringt nichts, das Gesetz kann nicht gehalten werden, kann nicht durchgesetzt werden, die Menschen waren nicht ergeben, sie haben sich diesem Gesetz nicht ergeben, hat man das Gesetz wieder aufgehoben. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie das bei den Propheten gewirkt, bei den Sahaba gewirkt hat, als dieses Verbot erschienen ist. Wir sehen in dem Hadith, der bei Bukhari Muslim überliefert wird, Anas ibn Malik beschreibt das. Anas ibn Malik hat sozusagen den Kellner gespielt in dem Haus von Abi Talha. Wisst ihr, was für eine verwandtschaftliche Beziehung Abu Talha und Anas haben? Er ist sein Stiefvater gewesen. Er sagt, ich habe in der Sitzung meines Vaters habe ich die Leute bedient. Mit dem Alkohol, er hat sie getränkt, Glas nachgefüllt, hier hingereicht und so weiter. Und er sagt, ihr Wein an diesen Tagen bestand aus dem Wader al-Fadih. Al-Fadih ist Wein, der aus Datteln hergestellt wird. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sie waren noch am Trinken. Sie waren noch am Trinken in ihrer Sitzung, teilweise angetrunken. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ließ jemanden ausriefen, der Wein wurde verboten. Der Wein wurde verboten. Und es hat nur wenige Momente gedauert, Anas sagt das, dass ihm sein Stiefvater sagte zu ihm, ja Anas, nimm den Wein und schütte ihn aus. Ja, auf die Straße. Anas ibn Malik, der das getan hat, beschreibt die Situation in Medina. Er sagt, die Gassen von Medina waren vom Wein, ja, überschwemmt. Das heißt, der Wein ist in allen Gassen geflossen. Sofortige, bedingungslose Unterwerfung. Ein weiteres Beispiel ist die Pflicht der Verschleierung der Frauen. Als Allah Ta'ala diese Verse offenbarte, Ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. O Prophet, sagt deinen Gattinnen und den Frauen der deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Ummu Salama, radiyallahu ta'ala anha, beschreibt, sie sagt, als dieser Vers offenbart wurde, kamen die Frauen der Ansar aus ihren Häusern, sie kamen aus ihren Häusern rausgekommen. Wozu? Zum Rebellieren. Nicht zum Rebellieren. Sie sagt, sie kamen heraus, als wären auf ihren Köpfen schwarze Raben, wegen ihrer Kleidung. Das war Abu Dawud überliefert. Aber wobei angemerkt werden soll, die schwarze Farbe selbst, ich weiß nicht, warum manche diese Vorstellung haben, die schwarze Farbe selbst ist keine Notwendigkeit bei der Kleidung der Frau. Es ist keine Pflicht, dass sie unbedingt schwarz tragen muss. Es ist keine Bedingung ihres Hijab, noch eine Pflicht. Deswegen wird auch bei Abu Dawud überliefert, in dem Hadith von Ibn Umar, er sagte, ich hörte den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er verbat den Frauen während des Ihram, also dieses Weihezustands, Handschuhe und den Niqab zu tragen. Und alles, was mit dem Wars, Al-Wars ist eine Pflanze, die hat man genutzt zum Einfärben, und mit Sa'faran bearbeitet wurde. Sa'faran nennt man, glaube ich, Safran oder so in der deutschen Sprache.
Also es färbt auch die Kleidung. Und dann sagt der Prophet, und danach, wenn sie das gemieden hat, dann soll sie an Farben tragen, was ihr gefällt oder was sie will. Das heißt, eine bestimmte Farbe in der Kleidung der Frau ist keine Voraussetzung oder Bedingung. Das ist ein weiteres Beispiel. Das nächste Beispiel betrifft den Bericht über den Dajjal. Der Ad-Dajjal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung über den Dajjal, er sagte, die Zeitspanne, die er auf der Erde verbringen wird, umfasst 40 Tage. Die Zeitspanne, die er auf der Erde verweilen wird, umfasst 40 Tage. Bis hierhin ist auch noch alles ganz gewöhnlich. Das Ungewöhnliche, er sagte, ein Tag, also der erste Tag dieser 40 Tage gleicht der Dauer eines Jahres. Und ein Tag gleicht der Dauer eines Monats. Und ein Tag der Dauer einer Woche und alle anderen Tage gewöhnlich. Das ist auch etwas Ungewöhnliches, Unnatürliches, denn es stellt sich die Frage, wie soll das gehen, was passiert da genau, warum. Aber diese Frage hat sich bei Ihnen auch nicht gestellt. Also Sie haben das einfach wieder hingenommen als ein Fakt, das ist dann so. Sie haben sich eine ganz andere Frage gestellt. Eine Frage, die voraussetzt, dass Sie das akzeptiert und angenommen haben. Sie fragten ihn, ja Rasulullah, an diesem Tag, der wie ein Jahr ist, reicht da das Gebet eines üblichen Tages, ja, die 5 Gebete? Er sagte, nein. Uqduru qadra, schätzt das ein. Schätzt das ein und betet entsprechend dieser Einschätzung. Das sind jetzt einige Beispiele, mit denen wir uns begnügen. Beispiele für die Fügsamkeit. Ich möchte aber noch mit 3 Ereignissen beenden, ja, das Ganze abrunden. 3 Ereignisse, die eine Frage beantworten, die man sich hier stellen sollte, wenn man hier angekommen ist. Was war die Ursache für diese beispiellose Unterwerfung der Sahaba? War das einfach eine göttliche sozusagen Selektion, Auserwählung, wie die Propheten auserwählt werden? Die Propheten haben kein Wirken. Also man kann nicht durch gewisses Training und Abstinenz und Lossagung von der Welt und frommen Handlungen zum Propheten werden. Das ist eine Auserwählung. War dieser Zustand der Sahaba auch die Folge einer bloßen Auserwählung oder ist das ein Zustand, zu dem man gelangen kann, den man gewinnen kann? In der Realität ist dieser Zustand der Sahaba die Folge der Erziehung gewesen. Die Erziehung, die koranische Erziehung und die Erziehung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen. Und wir sehen diese, wenn wir von Erziehung reden, Erziehung bedeutet nicht einfach nur, jemandem was vorzusagen, das ist richtig und das ist falsch. Das ist nicht die Erziehung selbst. Wenn wir von Erziehung reden, dann heißt das, dass da eine gewisse Anstrengung dahinter steckt, auch eine persönliche Anstrengung. Eine persönliche Anstrengung, eine persönliche Aufopferung, ein persönlicher Willen und Training. Und dieses Training muss nicht immer im Sinne des Körpers sein, das kann auch geistliches Training sein, dass man geistlich trainiert wird. Und wir haben hier 3 Ereignisse, in denen wir sehen, wie die Sahaba auf diesen Zustand, den wir jetzt eben durch diese Beispiele geschildert haben, wie sie zu diesem Zustand oder für diesen Zustand erzogen worden sind. Das erste Ereignis ist die Al-Isra al-Mi'raj, den wir schon besprochen haben, die Nachtreise und Himmelfahrt. Und ich habe ja erwähnt, dass Allah Ta'ala über diese Himmelfahrt sagt, wir haben sie zu einer Fitna gemacht. Das heißt, es war ein aufwühlendes Ereignis, eine Prüfung, durch die sie gehen mussten und dadurch in einer gewissen Art und Weise trainiert worden sind. Das wiederholen wir jetzt nicht. Aber der zweite Fall, der auch ein Teil ihrer Erziehung war, war der Wechsel der Qibla. Die Umänderung der Gebetsrichtung. Die Umänderung der Gebetsrichtung ist euch allen wahrscheinlich auch bekannt, dass es
es gab eine Umpolung von Jerusalem nach Mekka. Ist das etwas Großartiges, Schweres gewesen? Also stell dir mal vor, der Prophet sagt dir jetzt, du betest nach Jerusalem und er sagt dir, ab heute beten wir nicht mehr nach Jerusalem, sondern nach Mekka. Ich denke, die meisten von uns würden sagen, kein Problem, würden wir machen, ist ja nichts Großartiges, nichts ja Schwieriges oder etwas, das verbunden ist mit Problemen. Aber der Koran, wenn wir den Koran betrachten, die Verse, in denen die Rede vom Wechsel der Qibla ist, dann haben wir den Eindruck, der Koran vermittelt uns diesen Eindruck, dass das ein einschneidendes Ereignis war, ein schwerwiegendes, großes Ereignis war. Woran sehen wir das? Woran können wir das sehen? Eine Idee. Also ich meine, wie vermittelt der Koran uns den Eindruck, dass das etwas Großartiges war? Ich zeige euch die Ursache dafür. Fast zwei Seiten lang, in dieser Vorfall ist in der Surah Al-Baqarah verzeichnet, fast zwei Seiten spricht Allah Ta'ala eindringlich auf die Muslime ein über dieses Thema. Fünfmal wird der Befehl wiederholt, sich Richtung Mekka hinzustellen im Gebet oder in den Ibadat. Fünfmal fordert Allah Ta'ala sie immer wieder auf, manchmal den Propheten alleine, dann wieder die Gemeinschaft. Und das wiederholt sich insgesamt fünfmal. Das ist nicht natürlich im Koran. Es gibt kein derartiges Beispiel im Koran, wo über ein einziges Urteil mit dieser Aufdringlichkeit gesprochen wird, in diesem Ausmaß. Schau dir mal diesen Kontext an. Der erste Vers, der um den Wechsel der Qibla handelt, wie er überhaupt beginnt. Er beginnt schon mit einer Einleitung, die darauf hindeutet, hier wird es Diskussionen geben und Schwierigkeiten geben. Allah Ta'ala sagt, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Die Sufaha heißt يعني, die Törichten. Sie werden sagen, was hat sie denn von ihrer Qibla abgebracht? Was hat sie davon, warum haben sie ihre Qibla verändert? Das heißt, sie werden gewisse Einwände haben. Es wird Einwände geben. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. Sprich, Allah gehört der Westen und der Osten. So, dann der nächste Vers. Handelt auch um die Qibla. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلا على الذين هدى الله. طيب. Was sagt Allah Ta'ala hier? Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer, es ist schwer, Allah Ta'ala spricht von diesem Ereignis. Die Qibla zu wechseln ist schwer. Außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Dann kommt der nächste Vers. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Jetzt kommt der erste Befehl. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Hier eine Ansprache, der Prophet alleine wird angesprochen. Wende dein Angesicht Richtung des Al-Masjid al-Haram. Hier, das ist der erste Befehl, er allein wird angesprochen. Dann der zweite Befehl. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ. Jetzt wird die Mehrzahl angesprochen, ihr alle. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً.
Und wo ihr auch immer seid, ihr alle, wendet eure Gesichter Richtung des Masjid. Zwei Seiten lang geht das, der Befehl wird immer wieder wiederholt. Aber wie gesagt, die meisten von uns sehen hier eigentlich gar keine Schwierigkeit. Was war aber die Ursache, warum dieses Ereignis wieder eine Prüfung war für ihre Hingabe und ihre Fügsamkeit? Die Antwort darauf liefert uns Ibn Abbas. Er sagte, dies war die erste Abrogation im Koran. Ihr wisst, was Abrogation ist? Abrogation bedeutet, wenn ein vorheriges, ausgesprochenes, verlesenes Urteil durch ein späteres, neueres ausgetauscht und ausgewechselt wird. Das nennt man Abrogation. Und was ist an der Abrogation so schlimm oder so schwer? Es ist die erste Abrogation, das heißt, das Konzept und die Idee davon war ihnen noch nicht bekannt. So etwas gab es für sie nicht. Und die Juden, sie hatten einen gewissen Kontakt auch mit den Juden, die Juden bestreiten so etwas wie die Abrogation. Das heißt, dann kommt die Frage, da kommen diese Fragen, ja, wie man heute auch heute wird das teilweise abgelehnt, das Konzept der Abrogation unter gewissen Sektierern. Aber unter den Ahl Sunnah wal Jama'ah gibt es keinen Streit darüber, dass Abrogation tatsächlich stattgefunden hat, auch wenn es nicht sehr häufig ist, aber es hat stattgefunden. Weil man könnte ja sagen, ja, warum, so würden das manche sagen, und so sagen es manche, warum hat dein Herr denn oder dein Gott, hat er seine Meinung geändert? Wusste er vorher nicht, dass das nicht so gut ist oder dass das hier besser ist? Das heißt, dieses Phänomen kannten sie nicht. Und deswegen sagt ja Allah Ta'ala auch, dass es diese Einwände geben wird, die Törichten werden sagen, was hat sie denn von ihrer Qibla abgebracht? Das heißt, es war ein aufwühlendes Ereignis, aber das auch gefruchtet hat bei den Sahaba. Es hat bei ihnen gefruchtet, nachdem sie das akzeptiert haben, im späteren. Inwiefern? Insofern, dass das Verbot des Alkohols, ihr wisst ja, das Verbot des Alkohols ist auch nicht ruckartig auf einmal gekommen, sondern in verschiedenen Schritten. Jetzt kannten sie also dieses Prinzip der Abrogation und waren darauf vorbereitet und daher auch, wie gesagt, die Folge und Konsequenz von dem Verbot des Alkohols, sofortiges Aufhören und Ausschütten dieses Rauschgetränks. Wobei man aber anmerken muss, dass das Verbot des Alkohols im engeren Sinne nicht als Abrogation bezeichnet werden kann. Also fachlich in der Wissenschaft des Usul und Fiqh wird das Verbot des Alkohols nicht als Abrogation bezeichnet, obwohl es ja vorher legal war. Wisst ihr warum? Ja, genau, es gab keinen Vers oder keine Aussage, die das ausdrücklich legalisierte. Es war einfach die Grundlage, weil grundlegend ist alles legitim, solange es nicht verboten wird. Und daher bezeichnet man dieses Verbot des Alkohols, auch wenn es schrittweise geschehen ist, man bezeichnet das im engeren Sinne nicht als Abrogation. Das letzte Ereignis, mit dem wir abschließen, das ist eines der größten Ereignisse und eines der größten Schwierigkeiten, die Sahaba durchgemacht haben. Die sogenannte Ghazwatul Hudaybiyah. Ghazwatul Hudaybiyah habt ihr bestimmt schon mal alle gehört. Auch hier für uns, wenn wir das so hören, in dem Ausmaß und der Art und Weise, wie wir das hören, ist es nichts Großartiges. Aber wenn wir mal die einzelnen Stadien betrachten, dann sehen wir, die Ghazwatul Hudaybiyah war ein Nervenkrieg. Ghazwatul Hudaybiyah war ein Nervenkrieg für die Sahaba, in dem teilweise ganz große, renommierte Persönlichkeiten unter ihnen gewisse Fehler gemacht haben, die sie auch später eingestanden haben, wie Umar. Was ist genau hier passiert? Das Ereignis Ghazwat al-Hudaybiyah ist sehr groß und lang. Wir werden nicht die Details ansprechen, sondern wir gehen mal direkt über auf das Ende, dieser Geschichte. Und damit ihr versteht, was für ein Ausmaß das bei den Sahaba hatte,
möchte ich, dass ihr versucht, ihre Emotionen zu verstehen und euch mal versucht, in diese Lage zu versetzen, diese emotionale Lage, die sie durchlebt haben in diesem Moment. Beginnen wir mal mit dem ersten Schritt. Die Sahaba wurden lange Zeit von der Umrah und von dem Hajj abgehalten. Und von Mekka im Allgemeinen, welche für viele von ihnen ihre Heimat war. Sie wurden von ihr abgehalten. Tayyib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verspricht ihnen jetzt, der Ghazwat al-Hudaybiyah war im Jahr 6 nach der Hijra, im 6. Jahr nach der Hijra. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verspricht ihnen jetzt, dass sie Mekka betreten werden mit rasierten Köpfen, also in Mekka nach dem Hajj und der Umrah oder gekürzten Haaren. Sie werden Mekka betreten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht einen Traum. Er sieht sogar den Traum, dass er Mekka betritt und erzählt ihnen davon. Das heißt, und sie wissen, die Träume der Propheten sind wahr und erfreuen sich nochmal an dieser Bekräftigung und Bestätigung. Tayyib. Nach einer Weile machen sie sich schon auf den Weg. Sie marschieren jetzt nach Mekka. Und jetzt kommt die erste Situation, der erste Nervenkitzel, sagen wir es mal so. Der erste Nervenkitzel. Sie sind nicht rausgegangen mit der Absicht des Krieges. Sie wollten ganz friedlich einfach nur für den Hajj gehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sogar, bei Allah, wenn die Quraysh mir heute ein Angebot machen, wenn sie mir heute ein Angebot machen, in dem dessen, yani, das beinhaltet, die verwandtschaftliche Beziehung wieder aufrechtzuerhalten, dann werde ich das annehmen. Das Erste, was passiert ist, dass Khalid ibn Walid mit seiner Reiterei ihren Weg kreuzt. Das heißt, die erste Aggressivität. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beratschlägt sich, was sie machen sollen. Sollen sie angreifen oder sollen sie einfach ausweichen, einen anderen Weg gehen? Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu beratschlägt ihn und sagt, wir sind nicht für den Krieg ausgebrochen, lass uns einen anderen Weg gehen. Sie weichen aus und gehen einen anderen Weg. Aber das war schon der erste, man muss sich in diese Lage versetzen, das war der erste Nervenkitzel, die erste emotionale Ladung. Ein möglicher Krieg bei ihm. Sie weichen aus, gehen weiter. Das nächste Ereignis. Das Reittier des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird stur. Es wird an einem bestimmten Ort stur und will nicht mehr weitergehen, kehrt um. Und das hat die Sahaba auch stutzig gemacht, denn er hat uns ja versprochen, dass wir Mekka betreten werden. Und sie sagten, Khala'atil Qaswa. Das heißt, dieses Tier ist stur geworden. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ma Khala'atil Qaswa. Habasaha Habisul Fil. Das heißt, es ist nicht stur geworden, aber yani, es wird abgehalten von dem, der das El-Fil abgehalten hat. Er meint bei dem Ereignis das Habul-Fil. Tayyib. Hier auch die Emotionen laden sich weiter auf. Dann kommt ein weiteres Ereignis. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fordert Omar auf, als Vermittler zu den Quraysh zu gehen, um das auszuhandeln. Omar verweigert. Er sagt, ich schlage vor, dass Uthman geht. Ich habe nämlich mit ihnen Konflikte. Das heißt, weder ich kann sie sehen, noch können sie mich sehen. Uthman wird aber geliebt von ihnen. Selbst in dieser Phase haben sie Uthman geliebt. Und tatsächlich ist Uthman gegangen und er wurde auch ehrenvoll empfangen dort und man hat ihm sogar gesagt, hier, beginn mit deiner Umrah. Du kannst mit deiner Umrah beginnen. Er hat das aber verweigert. Er sagte, nicht vor dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Nicht bevor er das gemacht hat. Osman bleibt lange weg und es verbreitet sich ein Gerücht, dass er getötet wurde. Das Gerücht hat sich verbreitet unter den Muslimen. Uthman wurde getötet, er ist lange weggeblieben. Und das ist die nächste Ladung. Die nächste emotionale Ladung, dieser Nervenkrieg.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sammelt die Sahaba unter dem Baum, unter dem er einen Treueeid von ihnen genommen hat, was man auch Bay'atul Ridwan nennt. Ich glaube, sie sagten, 1400 Männer waren das. Und er hat einen Treueeid von ihnen genommen, nicht zu flüchten, zu kämpfen bis zum Tod und nicht zu flüchten. Das heißt, die Leute stellen sich jetzt darauf ein. Sie sagen, wir werden eintreten, wir werden Mekka eintreten, ob es ihnen passt oder nicht. Ob es freiwillig geschieht, mit ihrer Zustimmung oder ohne ihre Zustimmung. Sie waren ganz entschlossen davon. Die Quraysh bekommen von diesem Gerücht mit, es kommt ihnen zu Ohren, und damit die Situation nicht eskaliert, schicken sie Uthman wieder aus. Begleitet von Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr sollte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Ganze aushandeln. Suhail ibn Amr ist später zum Islam übergetreten. Und jetzt kommen die Situation ist schon angespitzt, aber jetzt kommen Dinge, die das Ganze ja nicht auslaufen lassen. Unter anderem die Bedingungen, die ungerechten Bedingungen, die hier gesetzt werden. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Suhail ibn Amr kommen sah, sagte er ihnen, sahula, sahula alaikum amrukum. Der Name Suhail kommt von dem Begriff sahl, was leicht heißt. Das heißt, er sagte, eure Angelegenheit ist erleichtert. Ja, mit dem Kommen dieses Mannes, eure Angelegenheit ist erleichtert. Das hat sie nochmal bekräftigt in ihrer Vermutung, wir werden dieses Jahr eintreten. Sie beginnen das Abkommen zu schreiben, den Vertrag. Ali war der Schreiber, der schreiben sollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Uktub, Bismillahirrahmanirrahim. Schreibe im Namen Allahs des Allerbarmers und Barmherzigen. Suhail ibn Amr sagt nicht so, Ar-Rahmanirrahim kennen wir nicht. Schreib Bismikallahumma. In deinem Namen, O Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam willigt ein. Dann schreiben wir es halt so. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, diktiert, schreib Ali, من محمد عبد الله ورسوله أو هذا ما صالح عليه محمد عبد الله ورسوله سهيل بن عمرو. Das ist das Abkommen zwischen Muhammad, dem Gesandten Allahs und seinen Diener, und Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr sagt auch hier wieder Stopp. Wenn wir wüssten, dass du der Gesandte Allahs bist, würde es keinen Konflikt zwischen uns geben. Aber schreib auf zwischen Muhammad ibn Abdullah, dein Name, und Suhail ibn Amr. Hier wird in manchen Berichten gesagt, dass Ali sich weigerte, das auszulöschen, auszuradieren, diese Stelle. Aber der Prophet, als er sah, dass er darauf verharrt, hat der Prophet mit seiner Hand die Stelle sozusagen verwischt. Al-Imam Zahabi erwähnt in seinem Buch Siru A'lam al-Nubala über einen malikitischen Rechtsgelehrten im Al-Andalus, Al-Baji, dass er sagte, über diesen Vorfall, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kannte ein paar Wörter. Wir sagen ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war Analphabet. Sahih? Das war eine übliche Eigenschaft unter den Arabern. Es gab nur wenige lesekundige Leute. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kannte ein paar Wörter, also das widerspricht ja dem, wenn man das so betrachtet, der Eigenschaft des Analphabetismus, sagt man, glaube ich. Aber das ist nicht der Fall. Also einige haben ihn dafür kritisiert und einige haben ihn sogar aus dem Islam ausgeschlossen deswegen. Aber es ist ja bekannt, dass auch ein Analphabet manchmal seinen eigenen Namen schreiben kann, oder? Oder ihn zumindest erkennen kann. Von daher, dieses Ereignis widerspricht nicht dem Fakt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht lesen oder schreiben konnte, auch wenn er seinen Namen erkannt hat. Das heißt, er hat auch hier nicht zugestimmt und es wurde einfach nur geschrieben, Muhammad ibn Abdullah. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schreib Ali, die Quraysh sollen uns den Zugang zur Kaaba nicht verwehren. Aber auch das hat Suhail nicht akzeptiert. Er sagte, die Araber sollen nicht reden, ihr hättet auf uns Druck ausgeübt und seid deswegen reingekommen. Sozusagen gegen unseren Willen.
Aber es soll so sein. Kehrt heute zurück und kommt nächstes Jahr wieder. Ja, als ob sie aus der Nachbarschaft gekommen sind, aus dem Nachbardorf. Sie haben hunderte Kilometer hinter sich gelassen und waren darauf eingestellt, heute reinzukommen. Und dann so eine Bedingung, das konnten sie nicht fassen, das haben sie nicht geglaubt. Aber der Prophet hat es angenommen. Er hat zugestimmt. Wie gesagt, das war schon höchst verblüffend für die Sahaba. Sie haben etwas ganz anderes erwartet. Und dann kommt noch etwas hinzu, das jetzt, wie gesagt, die Emotionen immer weiter treibt und auch eine gewisse Aggressivität in dieses ganze Klima reinbringt. Ein Abu Jandal heißt dieser Mann, Abu Jandal, einer der Gefährten des Propheten, Gefangener in Mekka. Er hat mitbekommen, dass die Muslime angetreten sind. Und wie gesagt, er war gefangen, er war noch in seinen Fesseln, hat aber die Situation ausgenutzt, dass die Quraysh gerade beschäftigt sind, ist geflüchtet. Und als er dann die Menge der Muslime gesehen hat, ist er einfach reingesprungen in die Menge. Weshalb wohl? Er hat gesagt, ich wollte sowieso flüchten. Es gibt keine bessere Möglichkeit. Die sind gerade alle da, kann ich in Sicherheit mit ihnen zurückkommen. Ich bin gerettet vor denen, vor den Ungerechten hier. So. Aber jetzt kommt wieder etwas. Es gab eine Bedingung, eine ungerechte Bedingung zugunsten der Quraysh, dass jeder, der den Islam annimmt, von den Mekkanern und nach Medina geht, wieder zurückgeschickt wird. Der darf nicht aufgenommen werden in Medina. Aber umgekehrt, jeder, der den Islam verlässt und nach Mekka zurückkommt, darf bleiben. Muss nicht zurückgeschickt werden. Und dann sagte Suhail ibn Amr, er sagte, mit dem beginnen wir. Mit dem beginnen wir. Das heißt, er bleibt hier. Der Prophet sagte zu ihm, um ihn zu besänftigen, ja Suhail, der Vertrag ist noch nicht fertig geschrieben. Suhail hat aber auf seine Sturheit beharrt. Er sagte, dann gibt es eben keinen Vertrag unter uns. Entweder so oder so. Und dann sagt der Prophet, dann hat er es anders versucht. Ja, jetzt nicht im Sinne als Vertrag, sondern einfach so zwischenmenschlich. Er spricht sozusagen seine Gutmütigkeit an. Seine Gutmütigkeit. Und sagt zu ihm, dann schenk ihn mir. Und dann überlass ihn mir einfach so, nicht als Bestandteil des Vertrags, einfach so unter uns. Er weigerte sich immer noch. Einer der Mushrikun, die anwesend waren, der die Situation gesehen hat und merkte, dass das alles ein bisschen ausrudert, er sagte, قَدْ فَعَلْنَا يَا مُحَمَّدْ. Das soll dir zustehen, um die Sache zu besehen. Aber Suhail hat trotzdem weiter verharrt auf die Sache und er hatte das Wort gehabt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Muslime sehen hier diese ganze Ungerechtigkeit, und wir mussten dieses Jahr hier reingelassen werden. Und jetzt noch dieser Mann, dieser Flüchtling sozusagen, der Schutz sucht, der Muslim, den können wir nicht schützen. Und um die Lage noch mal ein bisschen anzuspitzen, hat Suhail ibn Amr, er geht zu ihm hin, zu Abu Jandal, packt ihn hier am Hals und ohrfeigt ihn vor aller Welt. Und Abu Jandal schreit, er spricht die Muslime an, er sagt, wollt ihr mich diesen Leuten überlassen? Habt ihr keine Angst, dass ich von meiner Religion abfalle? Aber das hat alles nichts geholfen. Omar war ersichtlich gekränkt von dieser Situation. Und wie gesagt, Omar war eine der Personen, die an diesem Tag ein wenig ausgerudert sind. Und er hat es auch bedauert. Und er hat später gesagt, noch heute, nach dem Ereignis und nach dem Tod des Propheten, er sagte, noch heute tue ich Handlungen, also zusätzliche Handlungen für diesen Tag, als Sühne für das, was er da getan hat. Omar geht zu Abu Jandal hin und versucht ihm so sein Schwert hinzureichen. Also nimm das Schwert und köpfe diesen Mann. Und wisst ihr, wer dieser Mann war? Also was die Beziehung von Suhail und Abu Jandal war? Es war sein Vater. Es war sein Vater. Aber er hat es nicht gemacht. Und stell dir mal vor, er hätte es gemacht, wie die Situation eskaliert wäre.
Und all die Nutzen, die durch dieses Abkommen entstanden sind, wären nicht gekommen, hätten nicht gefruchtet. Auf jeden Fall, das alles ist geschehen. Omar, nachdem der Vertrag beendet wurde, abgeschlossen, die meisten, Omar hat das nicht akzeptiert. Er ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hingegangen und hat ihn angesprochen. Er sagte, Alasna ala al-Haq, sind wir nicht auf der Wahrheit? Er sagte, Bala. Und dann sagte er, Alaysu ala batil, sind Sie nicht auf der Falschheit? Er sagte, doch. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Inni Rasulullah, wa innahu lanasiri, wa lan a'asiya. Ich bin der Gesandte Allahs und er wird mich unterstützen und ich werde ihm nicht ungehorsam sein. Das heißt, er deutet darauf hin, dass all dies nicht seine persönlichen Entscheidungen sind. Denn wenn man betrachtet, die Mushrikun waren wirklich geschwächt von den vorherigen, Schlachten. Und wenn sie wollten, hätten sie gewaltvoll eintreten können. Also es stand ihnen nichts im Weg. Sie könnten das tun. Und dann sagte Umar, das hat ihm noch nicht ausgereicht. Er sagte, hast du uns nicht versprochen, dass wir Makkah betreten werden? Und dann sagt der Prophet, habe ich dir gesagt, dass es dieses Jahr sein wird? Weil man stellt sich mal vor, Umar wäre zu Abu Bakr gegangen und Abu Bakr hätte ihm diese Worte gesagt und sie hätten ihn nicht gereicht und dann geht er zum Propheten. Der Prophet spricht ihn damit an, er geht aber danach trotzdem zu Abu Bakr und fragt Abu Bakr dieselben Fragen und er antwortet denselben Antworten. Auf jeden Fall auf dem Weg zurück dann, vorher gab es noch ein anderes Ereignis. Ihr wisst, wenn man verhindert ist, sein Hajj oder Umrah zu erfüllen, was man Al-Ihsar nennt, dann muss man sich von dem Weihzustand befreien, indem man beispielsweise den Al-Hadi schächtet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl den Sahaba an, ihre Köpfe zu rasieren und ihre Tiere, die sie mit hat, sie hatten 70 Kamele dabei, sie zu schächten. In der Überlieferung heißt es, keiner hat sich gerührt. Keiner hat sich gerührt. Sie waren immer noch verblüfft von der Situation. Sie haben das nicht begriffen, nicht wahrgenommen. Sie wollten das nicht wahrhaben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam geht erzürnt rein in sein Haus zu Umm Salama und erzählt ihr davon. Und dann sagt Umm Salama, sie sagte, geh raus, ruf den Hallaq, lass dir deinen Kopf rasieren und schächte dein Tier. Und er hat es gemacht. Und sie haben dann tatsächlich alle begonnen, das auch zu tun. Auf dem Weg dann zurück, Umar radiallahu ta'ala anhu gesellt sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei, spricht ihn an, er antwortet nicht. Er spricht ihn ein zweites Mal an, er antwortet ihm nicht. Ein drittes Mal, er antwortet ihm nicht. Und dann ist Umar vorgegangen. Also er wollte sich ein bisschen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam entfernen, in Furcht, dass vielleicht etwas offenbart wird wegen seines Verhaltens. Nach einer Weile ließ der Prophet sallallahu alaihi wasallam Umar herkommen. Also es wurde tatsächlich etwas offenbart und er war erschrocken darüber, was es sein mag. Es war die Surah Al-Fath. Die Surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Allah Ta'ala bezeichnet dieses Abkommen mit all seinen negativen Perspektiven und Ungerechtigkeiten als einen großen Sieg. Inna fatahna laka fatham mubina. Wir haben dir einen großen Sieg beschert. Du musst dir vorstellen, jetzt die Sahaba, wie sie das wohl empfangen haben. Das war ein Sieg. Inwiefern ist das ein Sieg gewesen, diese Ungerechtigkeiten, diese Demütigung und Diskriminierung? Aber tatsächlich war die Eroberung, Sulh al-Hudaybiyah war ein Sieg. Wieso? Also es gibt viele Weisheiten, aber einige davon.
Einer der Tabi'un zählt diese auf. Die Anzahl der Menschen, die den Islam zwischen der Ghazwat al-Hudaybiyah und der Eroberung Makkas, die Anzahl der Menschen, die den Islam annahmen in dieser Phase, war viel größer als die Anzahl der Menschen von der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zur Ghazwat al-Hudaybiyah. Die Eroberung Makkas war in welchem Jahr? Im Jahr 8. Das heißt, diese Phase ist sehr gering, aber die Auswirkung viel größer. Ein anderer, denn es ist bekannt, dass in Situationen der Beruhigung, dass ja, die Vitalität in den Gesellschaften zunimmt, das Leben beruhigt sich und man kann sich auf andere Sachen, um andere Sachen kümmern. Und auch in dieser Phase hat der Prophet, weil er jetzt von den Arabern sozusagen in Ruhe gelassen wurde, konnte er sich auch der Da'wah an die Perser und die Römer wenden. Ein weiterer Fakt, ein Vorteil, nach diesem Ereignis haben die Quraysh den Propheten und die Muslime als eine offizielle Macht anerkannt. Sie haben Anerkennung bekommen. Das gab es vorher nicht, es wurde vorher gar nicht anerkannt. Drittens, dieses Abkommen, wäre nicht dieses Abkommen gewesen, wäre die Eroberung Mekkas nicht möglich. Ihr wisst, in Mekka hat eine imposante Stellung bei allen Arabern gehabt. Auf der ganzen arabischen Halbinsel war Mekka ein Heiligtum. Stellt euch mal vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam greift Mekka an, die Araber würden ihn nicht lassen. Sie würden sich alle zusammenschließen, um ihn zu bekämpfen. Aber durch dieses Abkommen hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen gesetzmäßigen Grund, eine Rechtfertigung, in Mekka einzumarschieren, als die Mekkaner ihr Abkommen gebrochen haben. Die Araber haben davon Bescheid gewusst, das ist eine Sache zwischen euch, die Mekkaner haben etwas getan, wir mischen uns nicht ein. Also es gibt einen Grund. Ebenfalls wurde die Bedingung, die anfänglich gesetzt worden ist, dass man die Muslime zurückschickt, wieder aufgehoben. Die Mekkaner haben diese Bedingung wieder aufgehoben, selber. Nicht auf Verlangen des Propheten. Sie sind selbst zum Propheten gekommen, haben gesagt, bitte lass uns diese Bedingung aufheben. Das sind einige Beispiele gewesen für die Ergebenheit der Sahaba. Und damit wären wir auch am Ende angelangt. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.